Hallo und herzlich willkommen. Es ist 17:30 und es ist Bioshock Time plus Nachrichten. Ich möchte bloß wissen, wieso man sich hier entsperrt. Finde das Mädchen, das ist unsere nächste Mission. Herzlich willkommen zurück zu Bioshock. Ich habe das Tonsetting nochmal ein bisschen geändert und auch die Größe des Videos. Ich habe ja gesagt, ich bin so ein bisschen rumbasteln. Zack. Mit den Einstellungen, halt um die Daten, die Raten und sowas zu verkleinern. Alle Fälle, heutiges Thema mal für die Justin Bieber-Fans. Tut mir leid, liebe Jungs und Mädchen, die das jetzt nicht wollen, aber ich find's einfach krass, was bei dem abgeht, Leute. Sieht wieder aber geil aus. Betrunken? Erwischt bei einem Autorennen, wo er unter Droge stand. Was ist bei dem los? Ist der... Oh, ob so froh. Ich schätze, selbst in einer gesicherten Abteilung brauchen die weißen Jungs einen, der die Böden schrubbt. Diese ganzen Politiker und Wissenschaftler achten nicht darauf, was sie in meiner Gegenwart sagen, weil ich ja nur ein dummer Farbiger bin. Aber ich merke, dass sie eine Höllenangst haben vor dem Ding, das sie da oben eingesperrt haben. Ja, sie haben einen Tiger am Schwanz gepackt und... Jetzt wissen sie nicht, ob sie ihn festhalten sollen oder weglaufen. Also wie gesagt, Justin Bieber läuft ein bisschen amok. Erstmal... Ich weiß nicht, was der vorher hatte. Ich glaube, der hat ein ganzes Haus irgendwie mit Eiern beworfen. Musste dafür zahlen. Was aber nicht wollte. Ja, ganz ehrlich, was ist das? Speziemorphologie. Das sind die Wachstumsschritte, ne? Alter 1, Alter 5 und so weiter. Da muss ich mal gucken, ob man das auch irgendwie abbrechen kann. Wie kann ich denn nochmal... Oh, hoppla. Falsche Taste. Ach ja, damit. Boah, Alter, ich bin Elektroniker und ich weiß, da ist eine Höllenspannung drauf. Ich würde hier in den Raum definitiv nicht reingehen. Wozu die wohl gut sind? Huch. Gruselig. Hier eine Art Minigame. Also keine Ahnung, was mit dem Justin los ist. Entweder läuft er wirklich, also verliert er wirklich langsam mit dem Verstand. Sag mal. Erste Reihe. Na, da erkennt man nichts. Sorry. So, jetzt. Also wie gesagt, ist das... Hey, das ist doch die Dingens, die gesungen, oder? Das Mädchen. Ja, also irgendwie der Justin, der verliert langsam den Verstand. Ich würde gerne mal wissen, warum, was bei dem abgeht. Denn... Vorher dreht er ja durch da und bewirft ein ganzes Haus mit Eiern, wo das was komplett neu angestrichen werden musste. Und jetzt, Paris. Und jetzt will er, oder ist er halt unter Drogen stehend, ein Autorennen gefahren. Also, krank. Was ist mit dem Jungen nur los? Tut mir echt leid für die ganzen Justin Bieber-Fans, Alter. Das muss doch ein Schock sein. Beobachten Sie. Was? Ja. Ach ja. Headshot. Ja. Müssen wir da entlang? Da lang? Das sieht recht. Da ist auch noch eine Tür. Oh. Nein, ich glaube, wir müssen eher dahin lang. Dann gehen wir nochmal da lang. Auf damit. Huch, da sind wir. Ah, Salz. Warum ist hier eigentlich keiner? Hat da nicht noch was geglänzt? Nein. Wie sind die Aufnahmedateien? Ja, annehmbarer Bereich. Verdammt, was machen die mit ihr?
Würde ich echt gerne mal wissen. Sieht ja aus wie bei SM hier. Also ganz ehrlich, Justin, mein Rat, fang dich mal wieder langsam. Der ist voll in diesem typischen Schauspielersyndrom. Sich seine Zukunft vorzustellen ist eine Sache. Sie zu sehen ist eine andere. Denn ich habe die Saat des Feuers gesehen, die das Sodom unter uns auf das Kommen des Herrn vorbereiten wird. Aber Elizabeth wird diese Saat aussehen, nicht ich. Ich werde fallen, bevor die Aufgabe erfüllt ist. Doch sie wird meine Rolle übernehmen. Der Herr ruft mich zu sich. Ich spüre seine Liebe in jedem meiner Tumoren. Denn sie sind das Schiff, das mich in seinen Hafen bringen wird. Und ich trete freudig ab, da ich weiß, dass Elizabeth meinen Platz auf Erden einnimmt. Doch der falsche Hirte kommt und führt meine Herde auf Abwege. Ich besteige das Schiff erst, wenn sie sicher ist vor seinen Täuschungen. Elizabeth also suchen wir. Hier hat die doch das Mathe-Dingens gemacht. Was auch immer sie rausgesucht hat. Auf alle Fälle wollen die was von ihr. Die haben sie sogar bei den Schlafen beobachtet? What the fuck? Was ist denn, wenn die so Spielchen typt? Instrumente hat sie auch gespielt. Umkleideraum. Da müssen wir hin. Dann mal los. Geil mit dem Nebel hier. Dann gehen wir mal dadurch. Ah. Eine Kamera? Ernsthaft? Da ist sie. Es ist sie. Guckt sie in den Spiegel? Ich denke mal, sie guckt in den Spiegel. Paris? Was hat Paris hier zu suchen? Nach Paris. Das war doch, ich denke mal, das war ein Spiegel, was hier gerade war. Den Room. Es wird jetzt langsam interessant. Aufmachen. Dankeschön. Quiet. Where's Bishman is prisons. Was? Columbia Science Authority? What the fuck? Sie sieht hübsch aus. Oh! What? Was ist? Paris? Glaube ich auch. Links, rechts, links. Nein? Okay. Boah, jetzt auch noch bergauf. Eieiei. Los. Lauf. So. Dieser Job wird immer mieser. Ich brauche dringend eine Gehaltserhöhung. Was macht dieses Mädchen so anders? Ich vermute, es hat weniger damit zu tun, was sie ist, als damit, was sie nicht ist. Ein kleiner Teil von ihr bleibt dort, wo sie herkam. Es scheint, das Universum mag keine Vermischungen. Ich glaube, sie singt im Hintergrund. Ich höre es auch nur ganz, ganz leise. Also ihr hört es, glaube ich, gar nicht. Wir müssen sie da rausholen. Sesam, öffne dich. Mach! Los, spiel die Muskeln und... Eieieiei, ist das windig hier heute. Scheiße. Okay, ich schaff das.
Wo sind... Ach, wir sind jetzt auf der Statue. Wie geil das auch ist, dass der Wind hier so außen rumströmt. Das ist auch geil gemacht. Ich weiß gar nicht jetzt gerade, wie die Stadt heißt. Gott, ist das peinlich. Columbia, so hieß es. Elizabeth? Mr. Witt, ich bin dein Freund. Ich soll dich hier rausholen. Gehen Sie weg! Oh, süß. Sind Sie echt? Nein. Ziemlich echt sogar. Hey, Ihr Finger. Kommt. Sie müssen gehen. Warum? Er darf Sie auf keinen Fall hier sehen. Kleinen Moment noch, ich ziehe mich gerade an. Ich kann dich hier rausbringen. Man kommt hier nicht raus, glauben Sie mir. Ich hab's versucht. Jetzt warte doch, es reicht. Wie wär's damit? Was ist das? Damit kommen wir hier raus, nicht wahr? Was? Was soll... Geben Sie das her. Wie wär's mit einem Danke? What the... Gibt's hier noch was? Ach, wie geil. So kommen wir raus. Hey! Ah. Dann kommen wir mit Elizabeth aus der Statue. Oh. Eieiei, Gott. Eieiei. Das wird sich zeigen. Den werden wir auf die Fresse geben. Aber nicht so. Wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Eieiei. Lauf. Lauf. Hier lang, kommen Sie. Ich weiß, wo lang. Ei. Fuck. Hol den Aufzug. Wieso? Was? Drück den Knopf. Was ist denn hier los? Die haben mich beobachtet? Die ganze Zeit? Warum? Warum hat man mich hier reingesteckt? Was bin ich? Weiß ich nicht. Was bin ich? Eine Frau? Du bist das Mädchen, das aus diesem Turm hier rauskommt. Geh weg! Geh weg! Da lang! Ei, ei, ei. Gott! Hey, warte! Google. Weg da, lass mich mal. Ich mag die irgendwie. Waren wir nicht hier eben? Ich habe Lauf verstanden. Lauf doch. Ach du Scheiße. Vogel! Wo ist er? Statue. Skyline. Nein.
So, was siehst du hier? Du siehst hier die Endcard von meinen Videos. Unter den ganzen Titeln bin ich erreichbar. Auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus oder Skype bin ich auch erreichbar. Schreib mir PNs oder sowas, was du gut findest, was nicht. Liken, abonnieren, irgendwas. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Freut mich, wenn du wieder dabei wärst.